die ist auch unser süßes, kleines, siebenjähriges Mädchen. Ich habe halt ein Schiff, was nicht so viel Tiefgang hat. Ist auch in Ordnung. Passt ja zu dir. Hey Peter, wie hast du deine brennenden Blöcke gemacht? Die Nutten prellen mich auch immer. Wie mach ich das denn jetzt hier? Macht ihr selbst. Macht ihr selbst! Alter! Ja, das wird alles... Boah, Alter! Alter! Alter, ist denn da runtergekommen? Boah, Adi! Wo ist der Wichser hin? Boah, Alter! Nein! Boah, Adi, Adi, sollen wir hier Titanic machen? Alter, ich will Titanic gemacht! Sepp, hilf mir! Ich hab einen Enderman in meinem Schiff. Geil, ist der neue Captain. Blub. Ich spiele Creeper Tennis, aber wo da oben alle drin steht, was mich da angeguckt hast. Wenn wir das Play aufmachen, da kommt einiges runter. Oh Gott. Er wird voll die Katastrophe. Nein. Oh, Alter. Alter, du musst rauskommen. Nein! Alles klar, ich geh rein. Ja, ich habe gerade gelesen, es gibt tatsächlich einen Achselhaar-Fetisch. Hast du den gegründet? Ich kann mich nicht erinnern, sowas ins Leben gerufen zu haben. Nein. Das spricht aber eigentlich dagegen, weißt du, die Schwammeltits, die hatten nämlich sogar Haare unter den Möpsen. Nein! Pass auf, du musst quasi rein und dann musst du geradeaus, direkt rechts. Scheiße. Ach du Scheiße. Ich bin unten nach unten gegangen. Das war für Christian. Ja, du musst direkt rechts nicht gehen. Alter, komm, kriegst du jetzt noch einmal. Double Creeper. Noch ein Double Creeper! Geht gerade nicht. Oh. What the Schiff. Fuck? Oh mein Gott. Okay, einmal noch. Das ist Creeper. Ach du Schuss. Ich gebe euch voll, Erdeckung. Jetzt warst du zu lange drin. Einfach wieso brennt der denn bitte? Bauen, oder? Weil ich ein Schwert hab. Ja, deswegen, weil ich ein Schwert hab. Weil ich ein verzaubertes Schwert hab. Okay. Die sollen kommen, ich mach die so schnell platt. Muss doch nicht gehen. Weil, er schlägt mich hier. Das war, ich dachte, das ist Creeper oder irgendein anderes Vieh. Ich hab einfach da hingeguckt und da steht einer drauf vorne. Ja, jetzt, wo alles steht, weißt du, da haben die Zombies sich gedacht, ne, jetzt haben wir auch keinen Bock mehr. Ja, dann sterben wir ja. Wahrscheinlich gibt's so eine geheime KI. In eine Falle gehen wir nicht rein. Selbstmordattentat, ja, aber keine Falle. Alter, noch 13. Lol. Ach, ihr seid doch solche Huren-Wichskinder, ey. Lol, nee, doch, ich kann noch bieten. 3, 2, 1. Oh, Hardy. Meiner, es ist meiner. Oh, mein Gott. Ich bin doch am Boden fertig. Das ist doch schon abgelaufen gewesen. Ja, dann ist ja die Taktik der meisten Leute darauf zu warten. Das ist schon abgelaufen gewesen. Ach, fickt euch doch hier. Alter, 1000 mehr hat er geboten als ich. Alter, du bist so ein Hurenwichser. Weißt du was? Fickt euch, ihr Behinderten. Jetzt verpiss dich hier, du schwules Glück, du Missgestalt. Sieht man nur diese komischen Kack-Sounds da haben. Alter. Ich bin gekommen, um dir ein Geschenk zu bringen, Hardy. Ein Geschenk? Ja. Eine Schelle oder was? Jetzt bin ich mal gespannt. Jeder Kapitän fängt klein an, habe ich gehört. Oh mein Gott, da kann ich mein Logbuch reintun. Oh, Matrosen, die See war rau. Hallo, letztes Willkommen zurück zum letzten Magikochstudio Magifix für Ticket. Das geht ja gar nicht, Hardy. Okay, wie machen wir das jetzt? Was? Magifix für Ticket? Geht nicht klar. Boah, Sex ist am Start. Kann ich nicht wahr sein, du hast so einen dicken Schwanz. Hol ich mir alles wieder, war Dennis. Irgendwann holst du dir Hardys Kinder und sagst so, hier, das ist 6 Jahre alt, da tausche ich mir jetzt ein. Lol? Das stimmt, das steht neben mir. Wir hatten da ein Bücherregal geplantet. Bei Hardy spawnen zufällig Bücherregale. Als wenn wir groß handeln werden, ehrlich gesagt. Da kommt wieder, boah, Hardy, Sepp tauscht mittlerweile Blätter. Hammer geil. Geh zu ergreifen. Dann gebe ich dir einen Stack Cobblestone für einen Stack Blätter. Ja, hammer geil. Also ich bin diesmal schon nicht so angetan, dahin zu gehen. Ja, du gehst ja auch nicht dahin. Warum ist ein dummes Stück Scheiße? Also ich finde, Jays Mom sollte sich mal die Minecraft-Regeln durchlesen. Also habe ich die ehrenvolle Aufgabe, am Ende der Season Hardys Schiff abzufangen. Nicht am Ende der Season, jetzt! Ich werde Hardys Schiff aber vorher schützen und gleich mit Cobblestone zubauen. Hm.
Also ein Steak schmeckt schon lecker. Peter, man isst das auch nicht mit dem Penis. Ich bin der König der Welt. Ach, deine Mutter. Wann hast du deinen Penis da reingetunkt in die vier Stäbchen? Ja, schwarz dürfen wir leider nicht sagen. Oder zwar mit afroamerikanischem Hintergrund. Was darf man nicht sagen? Warum darf ich denn nicht rot und gelb? Darf ich da auch sagen? Nee, darfst du auch nicht sagen. Nee, die Roten sind doch die Indianer, die rot heute. Und die Kommunisten. Hey, vielleicht besteht da Zusammenhang. alle Indianer waren Kommunisten, so sieht's aus. Ja, wenn man den FDP-Chef sieht, dann sind die Gelben ja die Asiaten, ne? Aber die Merkel ist ja jetzt nicht so eine Nougat-Schnitte. Aber man muss schon sagen, sie ist in armen Verhältnissen aufgewachsen in der DDR, ne? Ja, wobei dann doch lieber im Ghetto. In the Ghetto. Zwischendurch muss man sich dann auch nochmal die Nase putzen als Let's Player. Zurück zum Netherrack brennt ewig, ne? Und Heidi Schiff wird ewig brennen. Also wo willst du eigentlich nachher deine Tiere züchten? Mein Gott, deine Türe züchten. Das sieht aus, als wenn da früher mal ein Meteorit eingeschlagen wird oder so. Das sieht echt nice aus. Keine Ahnung. Weiß ich habe eine Wasserbombe da gemacht. Abgefuckte Fotzen. Und Jay, du Vollidiot, hier hin! Ja, steht riesengroß Hardy. Spelunke. Nur, ich hab dich getroffen. No! Nein! Was? Wofür? Für einen Turm? Ja, lol. Ich hab das brennt alles ab da. Scheiße! Scheiße, Mann! Ach, deine Mutter ist ein Bobby. Peter ist halt ein Bobby. Finde ich aber geil, dass die E-Zigarette jetzt auch mit Blubbergeräusch mitgeliefert wird. Ernsthaft? Das gibt's auch? Lustig. Dann halte ich halt die Fresse und schon meine Stimme. Ihr könnt mich beim Arsch lecken. Blubber, blubber. In der Tat. Blubber! Nein! Fixer. Fixer. Wer auch mal Oreo erfunden hat, dem gebührt echt das Bundesverdienstkreuz. Übelste Scheiße. Übelste Scheiße. Richtig abgefahren. Leck mich an den Nüsschen, ey. Ich hab gehört, du hast einen kleinen Pillermann. Ja, Peter hat einen kleinen Blubbermann in der Hose. Blubber, blubber, blubber. Wer möchte nicht einmal einen Peters Blubbermann ziehen? Ja, das stell ich mir schon geil vor. Ist geil. Sagt er mit Peters Blubbermann in der Mund. In dem Mund! In dem Mund! Ha. In the Navy. Ja. Ich möchte einmal Helmut Fischer danken. Ich möchte übrigens Stephen Hawking danken dafür, dass er uns immer wieder belustigt. Danke, Steve, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Der geilste. Ich hebe mein Milchglas auf dein Abbild, was in Lego gemeißelt wurde. Oh, ja. Helmut Fischer war ein bayerischer Volksschauspieler. Ja, der konnte sehr gut Käsekuchen backen. Er verkörperte in seinen Rollen den charmanten Hallodri. Hallodri. Was war das denn? Das hört sich an wie der Elefant von der Sendung mit der Maus. Ein Bock-Bock-Bock-Hühnchen. Sack. Oh, hier stehen Bobkronen rum. Das ist natürlich ärgerlich. Becken. Becken. Oh Mann, du dummes Wasser. Dann habe ich mir noch ein paar Fakten zu König Xerxes durchgelesen und der hat mal, weil er eine Brücke bauen wollte und das Meer hat diese Brücke zerstört, hat er einfach das Meer auspeitschen lassen. Bitte. Deine Mom. Oh Gott, wie viel Gold. Ja, ich wollte mich jetzt muten. Alles gleich, mute mich eben. Na oh Mann, nice Jay, du bist echt ein Mongo. Oh, hab ich das vergessen für einen Moment? Ah, jetzt muss ich nicht mehr. Oh! What? Okay, ich muss immer an Tubis Mutter denken. Was? Bei Hentai? Nee, bei... bei Anime. Anime! Alter, ihr schwulen Creeper-Motherfuckers, ey, was wollt ihr denn? Finde ich ein bisschen homo, muss ich sagen. Wo bist du denn? In deinem Anus, Sepp. Und zwar ganz, ganz tief. Da gibt's aber kein Holz. Hammer, eklig. Au, au. Obwohl ich die ganze Zeit Schiff gedrückt halte, so eine schwule Wichs-Scheiß-Arschloch-Ficken. Der Buddy, Junge, der Minecraft-Buddy, Alter. Du liebst ihn nicht genug. Ey, verficken, Lian, verpisst euch. Hallo? Nein. Jawohl! Ich rasiere gerade deinen Venushügel. Ich weiß ja, wo ich hingehen muss, wenn ich Holz suche. Fick dich! Schieß mal per Pfeil in die Richtung.